Vor 139 Jahren hat die bewegte Geschichte vom Gretlerhaus zu Witzigen angefangen und jetzt geht sie zu Ende. Das Gretlerhaus muss weg und darum sind die Bagger heute aufgefahren. Obwohl das Haus in den letzten Jahren nicht mehr gut zu Weg war, geht damit ein Stück Geschichte für die ganze Stadt zu Ende. Dorothee Andreck hat die letzte Nachfahrin von der Apothekerfamilie Gretler getroffen und war auch bei den Abbrucharbeiten dabei gewesen. Ziegel sind das Erste, die die Abbrucharbeiter vom Gretlerhaus wegnehmen. Das alte Gebäude macht aber schon seit Jahren keine gute Gattung mehr. Das war einmal ganz anders. Vor 139 Jahren hat Rudolf Gretler das Haus gebaut, zuerst als Kolonialwarengeschäft. Seine Urenkelin lebt noch und kennt die Geschichte vom Haus gut. Mein Urgroßvater hat das gebaut. Und das sind jetzt 139 Jahre. Und jetzt hat es halt, ja, wie soll ich sagen, sein Leben gelebt, das Haus. Und ist jetzt also nötig, dass man es abbricht. Das Gretlerhaus hat seinen Glanz verloren, weil die Gemeinde, die die Liegenschaft besitzt, nicht mehr investiert hat. Dafür gibt es aber einen Grund. Also wir haben die Geschichte, die Vorgeschichte, dass wir das Gebäude, das Grundstück am Kanton geben, also abtauschen mit einer anderen Liegenschaft. Der Kanton hat es nicht gebraucht und nach 5 Jahren kommt es wieder zurück an die Gemeinde. Und jetzt, was sollen wir machen? Viel investieren oder abbrechen? Wir haben uns entschieden, im Gemeinderat zum Abbrechen. Es sei nämlich langsam auch gefährlich geworden. Die Ziegel, die jetzt von Hand abgedreht werden, sind schon fast vom Allein abgekommen. Menge Fensterläden hängen krumm. Gewohnt hat schon länger niemand mehr im Haus. Auch der Abbruchleiter kennt das Gretlerhaus. Es ist darum auch für ihn einen besonderen Ort. Ich bin hier aufgewachsen. Als Kind sind wir hier beim Gretler. Das war Apotheke Gretler. Da sind wir noch gepostet. Und zwar nicht nur Sachen von der Apotheke, sondern auch Zeltchen und Sirup und so, die er selber gebraucht hat. Dass es jetzt relativ sorgfältig an Abbruch geht, hat nichts mit Nostalgie zu tun, sondern mit den heutigen Gesetzen und Vorschriften. Also vor 30 Jahren wäre das in einem halben Tag am Boden gewesen, weil wir früher hat man einfach alles zusammengerührt und heute muss man alles sortieren. Und zwar fangen wir jetzt, heute fangen wir ja mit der Absperrung und oben nehmen wir ja Ziegel abnehmen. Und nachher am Mittwoch kommt die Maschine und dann tut man mit der Zange tut man alles aussortieren. Holz, Eisen, Mauern. Und all das muss separat entsorgt werden. Glanzzeiten hat das Gretlerhaus als erste Apotheke zu Witzigen erlebt. Der Grossvater von der Ruth Riffel Gretler hat aus dem Kolonialgeschäft eine Apotheke gebaut. Ein Apotheker und seine Familie, das war lange etwas Besonderes gewesen. Ein Mitschüler von mir, der hat nachher bei einer Klassenzusammenkunft gesagt, ja weisst, es war halt schon schön für mich, dass ich so mit dir reden. Da sage ich, ja, wie kommst du auf das? Ja, du bist doch Tochter vom Apotheker. Das war etwas Extras. Sag ich, nein, komm mal so. Sie sei doch genau so ein Lausmeidchen manchmal, wie alle anderen auch. Lange hat Ruth Riffel Gretler selber in der Apotheke gearbeitet, bis dann der Vater mit über 80 nicht mehr mögen. Also im 67 hat der Papa aufgehört mit der Apotheke. Und dann bin ich eigentlich nicht mehr sehr nötig in diesem Haus. Vorher habe ich mitgeholfen in der Apotheke. Da ich aber auch geheiratet bin, wir ja dort gewohnt haben, haben wir gefunden, wir dürfen jetzt ein eigenes Haus bauen. Und seitdem war die 92-jährige Dame nicht mehr viel im Gretlerhaus. Wo dann das Gemeindehaus Anfang 70er Jahre gekauft hat, sind ganz verschiedene Sachen drin untergebracht worden. Neben der Bibliothek war auch die Pilzkontrolle einmal in den ehemaligen Apothekerräumlichkeiten zu Hause. Jetzt ist die Ära definitiv zu Ende. In 2 bis 3 Wochen steht da nichts mehr. Ein kleines Perkeli soll den Flecken Land aber kurzfristig verschönern, bis die Stadt Witzigen dann weiss, was da genau entstehen soll.